Man sieht sie täglich. Die einen schauen es gerne an, die anderen regen sich darüber auf. Ja, heute zusammen, mein Name ist Dr. Drax, ich bin von One Truth Group. Insgesamt haben wir 8 Mitglieder. Jeder Anfang ist schwer. Also in der Schweiz ist es halt ein bisschen so mit Flächen und Graffiti. Also wenn du anfängst und so, dann gibt es fast keine Flächen, die du kannst malen kannst. Dann musst du entweder in der Garage von deinem Vater oder sonst halt illegal anfangen. Zusammen geht es besser als alleine. Ciao zusammen, ich bin der Pace von One Truth. Mich fasziniert an Graffiti eigentlich, dass du immer wieder neue Sachen entdeckst. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten gibt zum Ausprobieren, ganz verschiedene Techniken. Und wir von One Truth versuchen eigentlich, unseren Teil dazu beizutragen, dass man das vom Illegal ins Legale kann heben und sieht, dass man auch fette Konzepte machen kann und das eigentlich der Gesellschaft näher bringen kann. So. Dass das nachher gut aussieht, übt man sich an der Wand der Roten Fabrik. Also die Rote Fabrik ist einfach der, ein so, mir kommt es wie so ein neutraler Platz, ein bisschen, wo alle herkommen können. Und da hat es einfach keine Polizei, also man sieht sie selten. Und ich persönlich nutze es einfach eher zum Malen. Früher war ich ab und zu am Ziegel. Aber eigentlich gehe ich in die Rote Fabrik zum Malen. Die Rote Fabrik ist eigentlich ein wichtiger Ort für uns oder für mich, wo man sich immer wieder zurückziehen kann, wo man Gleichgesinnte trifft, wo es viele Flächen hat, wo man malen kann. Und so kommen die jungen Künstler einmal in der Woche zusammen. Sie besprechen neue Aufträge und skizzieren ihre Bilder in ein Heft, bevor es dann an die grosse Wand geht. Ich bin jetzt einer der so Comic-Characters malt und airbrushed. Und das Wichtige ist eigentlich im Graffiti auch, dass du rausstechen kannst, dass du einen eigenen Style hast. Dass man also den Wiedererkennungswert hat. Der Style der Jungs von One Truth hat sich umgesprochen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis in der Stadt den Auftrag gegeben hat, die 100 Meter grosse Wand bei der Toni Molkerei zu verschönern. Also hier sehen wir jetzt Toni Molkerei, das ist ein riesiges Bild, das wir gemalt haben. 3 fette Konzeptbilder. Da war jetzt eigentlich das Thema, was soll ich, Fantasie, Merli-Bild eigentlich, wo jemand ein Layout gemacht hat und dann die Aufgaben verteilt worden sind, hat jeder etwas anderes gemacht eigentlich. Dann haben wir es aufgeteilt, einer hat die Wiese gemalt, da einer der Käse, Gold, der Himmel, und dann haben wir das eigentlich so aufgeteilt und so ist das Bild dann entstanden. Alles in allem haben sie für die 3 Bilder ca. 300 Spraydosen verbraucht. Also das ist jetzt das eine, das haben wir, wie lange haben wir für das gehabt? Vielleicht, ja, das hat sich schon über einen Monat hinweggezogen. Dann haben wir das eigentlich fertig gemacht. Und dann eigentlich das angefangen, das Bild. Das war eigentlich das Aufwendigste gewesen, fast. Das sind eigentlich alles verschiedene Characters, voll fantasiemässig, auch mit Schriften, die eingebaut sind. Und das ist schon 2 Monate gegangen, bis wir das gehabt haben. Und ja, leider, das wird dann irgendwann mal abgerissen. Und dann sehen wir das nicht mehr. Also ja, es ist halt alles vergänglich, wie es im Leben halt auch ist. Und sonst in der Stadt haben wir eigentlich nicht so Möglichkeiten, um so grosse Bilder zu machen, weil es lebt einfach nicht so lange, oder? Es wird dann schnell wieder übermalt und da haben wir die Möglichkeit bekommen, mit Erlaubnis, legal, das eigentlich können umzusetzen. Und es hat eigentlich viel mehr so Orte geben für uns jetzt, wo man das können umsetzen kann. Dann wird die Stadt auch ein bisschen bunter und farbiger. Das ist jetzt auch wieder ein Bild, wo wir eigentlich mehrere Wochenende dran waren. Das sollte eigentlich einen Gefängnisausbruch darstellen. Also da hinten hat man Gefängniszellen mit einem Loch drin und einem Riss in der Wand. Und hier ist dann, kommt der Innenhof, wo da schon ein paar am Ausbrechen sind. Da der eine hat noch den Fernseher mitgenommen, an der Kette. Und da hinten sieht man dann
Da hat es noch Wachtürme und Überwachungskameras. Und da sieht man dann schon eigentlich den Ausbruch mit dem aufgerissenen Gitter. Das aktuelle One Truth Projekt liegt an der Limit. Da sind wir jetzt das Bild umskizzieren und den Fluchtpunkt bestimmen. Da seht ihr den Werk, der tut fotorealistische Characters malen. Das bin ich. Ich bin verantwortlich für die Schrift. Da sehen wir den Dose. Er ist eigentlich verantwortlich für das ganze Konzept und macht den Background. Das Konzept ist recht zeitaufwendig, da ist viel Teamwork gefragt und Aufteilung, damit jeder weiß, was er machen muss an der Wand. Wenn wir in der Öffentlichkeit am Sprayen sind, ist das Feedback eigentlich immer sehr gut. Von jung bis alt, ich finde das eigentlich alle schön. Die Kunstform etabliert sich immer mehr in der Gesellschaft. Man kann schon in den Galerien begutachten, betrachten, auch kaufen. Man kann damit schon ein bisschen Geld verdienen. Es wird immer mehr akzeptiert und es wird auch immer mehr kommen. Das ist der schönste Moment. Da sehen wir jetzt gerade, wie man den Feinschliff macht, Schatten gibt und so. Die Details machen noch das ganze Bild eigentlich spannend. So nach 8 Stunden Arbeit und Abfrühren sind wir jetzt fertig mit dem Bild eigentlich. Natürlich gibt es immer noch Sachen, die man machen kann, aber irgendwann muss man immer einen Schlusspunkt setzen, weil sonst versaut man das Ganze dann irgendwann. Es steht immer in Bewegung, das ist Zürich. Stressen und schaffen Menschen immer am Morgen gaffen. Das sind Tausende, doch wenige, die gönnen sich es nachher probieren. Dass die Sonne kann scheinen und Wärme erfahren. Das ist kein Alter, wenn ich sage, es ist eine kalte Stadt Zürich. Zum Glück gibt's Neidi und der andere Homie. In der kalten Stadt Zürich, meine Pips, die bringen Wärme drin. Meine Pips, sie sind voll easy, heizen auf und wärmen die Zürich. Wie soll ich wieder klären? Es ist doch so ein Huren, weil eigentlich alles ist es das, warum alles so kalt wird. Und was bewirkt, dass jeder allein sein Glück probiert und doch nicht glücklich wird? Warum sind so viel verspielt im Leben falsch, ich da und voll deprimiert, was er da zu